Guten Morgen, ich begrüße euch zum letzten Training heute in diesem Jahr. Ich habe zum Jahresausklang mit euch schon mal vor, ein kurzes, knappes Beinworkout zu machen. Was brauchen wir dafür heute? Wir brauchen ein Buch oder ein Block oder ein großes Brett oder irgendwas, wo wir uns raufstellen können, um leicht erhöht zu stehen. Je stabiler das Ganze, desto besser. Und wir brauchen für eine Übung eins von diesen kurzen Ringbändern, wenn ihr es denn habt. Wenn nicht, ist es auch nicht so wild, es geht auch ohne. Beziehungsweise wir können uns auch ein Terraband irgendwie um die Beine knoten. Das würde auch funktionieren. So in so einer Schlaufe, die, naja, etwa so groß ist wie dieses Ding hier. Also nicht zu groß, sondern so, dass ihr das um eure Fesseln rumlegen könnt und ja, schon von vornherein so einen leichten Zug hat. Wenn ihr mehrere Widerstände zur Auswahl habt, nehmt bitte das leichteste, was ihr habt. Ja, wir haben 6 Übungen vor uns in 2 Dreier-Sets, also wirklich heute eher kurz angedacht, so zum entspannten Jahresausklang. Ja, für unser Warm-up stellen wir uns auf ein Bein, heben das rechte an und fangen an, unseren Fuß zu kreisen, also um Balance zu halten, aufrecht zu stehen, Schultern zurückzuziehen, kreisen den Fuß andersherum. Und machen weiter mit dem Unterschenkel. Und kreisen auch diesen andersherum. Und kreisen das gesamte Bein. Auch andersherum. Wechseln unser Standbein, linkes Bein nach oben, fangen an den Fuß wieder zu kreisen. Und tauschen die Drehrichtung. Kreisen unseren Unterschenkel. Und andersherum. Und das gesamte Bein. Richtungswechsel. Und setzen ab. Wir suchen uns einen etwas schulterbreiten Stand. Lehnen uns nach vorne, bringen die Hände zum Boden und versuchen in die Hocke zu kommen und die Beine wieder zu strecken. In die Hocke kommen und Beine wieder strecken und versuchen dabei sowohl die Hände wie auch die kompletten Fußsohlen am Boden zu lassen. Achtet dabei darauf, dass eure Füße gleich weit nach außen gedreht sind. Und jedes Mal, wenn wir unten in der Hocke sind, probieren wir uns einmal aufzurichten, den Kopf anzuheben, die Schultern zurückzuziehen. Und dann bleiben wir unten in der Hocke, heben die Hände über den Kopf und richten uns wieder auf. Wir kommen nach unten in den Sitz, setzen uns so hin, dass beide Unterschenkel in eine Richtung zeigen und wir versuchen die Richtung, in die Unterschenkel zeigen, zu wechseln, ohne die Hände zum Boden zu nehmen. Und sobald unsere Unterschenkel abgelegt haben,
versuchen uns gerade aufrecht hinzusetzen, mit dem Ziel, irgendwann mal mit beiden Pobacken wieder zurück zum Boden zu kommen. Stützen uns hinter unseren Rücken ab, stellen die Beine an, lockern die Waden, lockern die Oberschenkel, ziehen die Schulterblätter nach hinten, unten zurück und neigen unsere Beine abwechselnd nach rechts und links zur Seite. Und wir legen uns auf den Rücken, Beine sind angehoben und wir kreisen unsere Unterschenkel in Rückenlage von außen nach, von innen nach außen. Und wechselt die Drehrichtung von außen nach innen. Legen die Fußsohlen aneinander, ziehen die Fersen zu uns dichter ran und wippen mit den Knien nach unten Richtung Boden. Bringen die Beine zusammen, ziehen die Knie, sodass der Hüftrumpfwinkel einen rechten Winkel bildet. Und strecken die Beine und beugen sie wieder ein. Strecken die Beine und beugen sie wieder ein. Zehenspitzen und dabei die ganze Zeit gestreckt. Und versuchen die Knie an Ort und Stelle zu lassen. Versuchen den Rücken auch gerade zu lassen. Und machen das Ganze im Wechsel. Ein Bein streckt, das andere Bein beugt. Und wir bemühen uns darum, die Knie an einer Position zu lassen. Schnappen uns die Knie, machen uns ganz klein zu einer Kugel, rollen vor und zurück. Rollen auf die Füße, stehen auf, hocken uns wieder hin, rollen uns zurück, auf die Füße, aufstehen. Zurückrollen und ein letztes Mal und dann bleiben wir stehen. So, für unser Workout. Zwei Sets, wie gesagt, a drei Runden. Jedes Set besteht aus drei Übungen. Nummer 1, erstes Set, besteht aus Plyo Squats. Aus dem Schlussstand heraus springen wir in eine Kniebeugeposition, gehen nach unten in die Kniebeuge und springen wieder zusammen. Wir können dabei auch wadenweise mit einer Hand zum Boden greifen, als Zeichen dafür, dass wir weit genug unten sind. Die Beine springen dabei zusammen in den Schlussstand und wieder auseinander in die Kniebeuge. Wir gehen einmal nach unten, versuchen dabei unseren Oberkörper aufrecht zu lassen und uns nicht irgendwie nach vorne zu lehnen. Guckt am besten immer an den Punkt vor euch an der Wand auf Augenhöhe, den ihr die ganze Zeit permanent fest im Blick haltet. Muss nicht unbedingt hochgesprungen sein, nur hoch genug, dass ihr dynamisch die Beine zusammenkriegt. Übung Nummer 2 ist Beine schwingen. Dafür brauchen wir unser Buch oder Block oder Brett oder was auch immer. Wir stellen uns auf dieses herauf mit einem Bein, sodass das andere hier frei pendeln kann. Ihr braucht auf jeden Fall irgendwas zum Festhalten, also nehmt euch eine Stuhllehne oder stellt euch einen Schrank oder was auch immer, dass ihr hier etwas greifen könnt, sodass Balance keine Probleme bildet.
Wir schwingen unser Bein, was frei hängt, vor und zurück, mit dem Ziel, den Oberkörper festzulassen. Also nur das Bein aus dem Hüftgelenk heraus, pendelt vor und zurück, ohne dass wir hier großartig mit dem Oberkörper mitwackeln. Versuch nicht ins Hohlkreuz zu gehen, also Bauch bleibt fest auf dem Weg nach hinten. Bis zum Halbzeitpiep, dann wechseln wir die Seite. Wir probieren in beide Richtungen, sowohl nach oben wie auch nach unten, nach vorne wie auch nach hinten, das Bein möglichst hoch zu ziehen, ohne dabei entsprechend unsere Körperspannung zu verlieren. Und Übung Nummer 3 in diesem Set. Dafür brauchen wir jetzt dieses Band. Das legen wir uns um die Füße herum, um die Knöchel. Kommt in die Bauchlage. Und aus der Bauchlage heraus probieren wir die Fersen auseinander nach oben zu ziehen. Auseinander nach oben. Kurz Moment halten und wieder zurück. Fersen auseinander nach oben. Kurz Moment halten und wieder zurück. Auseinander nach oben. Kurz Moment halten und wieder zurück. Und ihr solltet es in der ganzen hinteren Beinkette und unteren Rücken spüren, mit dem Ziel, die Fersen auseinander und weit nach oben zu ziehen. Wenn ihr so ein Band nicht habt, geht das Ganze auch ohne Band, dann habt ihr da ein bisschen weniger Widerstand. Ihr müsst euch nicht ganz so sehr anstrengen, funktioniert aber natürlich auch. So, das sind die 3 Übungen fürs erste Set. Wie gesagt, eher kurz gehalten heute. Wir werden diese 3 Übungen in 3 Sets, in 3 Runden hintereinander weg absolvieren. Nach jeder Runde 10 Sekunden länger Pause, um mal kurz einen Schluck zu trinken, falls benötigt. Und nachdem wir damit durch sind, dann unsere eigentlich erste Pause. 46 Sekunden Belastungszeit haben wir, 12 Sekunden Pause dazwischen. Es geht in 10 Sekunden los mit unseren Plyo-Squats, also den gesprungenen Kniebeugen. Beine aus dem Stand an. Und auseinander springen, nach unten und wieder zusammen. Wenn ihr die Hände zum Boden nehmt, wechselt immer wieder mal die Hand. Achtet dabei darauf, dass ihr in der Kniebeugeposition die Knie nach außen rotiert, also tendenziell auf den Fußaußenkanten steht. Hälfte geschafft. Und guckt nach vorne. Aufrechter Oberkörper. Zweite Übung. Beine pendeln. Stellen uns aufs Buch mit einem Bein. Halten uns fest und mit festem, stabilen Oberkörper, gestrecktes Bein vor und zurück schwingen. Bleib auf einer Seite bis zum Halbzeitpiep. Seitenwechsel. Lass den Oberkörper stabil. Fester Bauch. Nicht ins Hochkreuz fallen. Band schnappen. Oben die Knöchel legen und in die Bauchlage kommen. Fersen nach außen oben. Fersen nach außen oben. Kurz Moment halten. Und bei jeder Wiederholung so weit heben und auseinanderdrücken, wie es möglich ist.
So, erste Runde geschafft. Ja, nee. Kurze Verschnaufpause. Zweite Runde fängt in 10 Sekunden an. Mit den gesprungenen Kniebeugen aus dem Schlussstand. Und auf geht's. Den Oberkörper aufrecht, Knie nach außen rotiert. Übung Nummer 2, Beine pendeln, kommt hoch auf euren Block oder Buch und auf geht's. Hüfte gerade lassen, Becken nicht kippen, weder zur Seite noch vor und zurück. Seitenwechsel, anderes Bein. Und die letzte Übung. Die Bauchlage. Mit dem Hochziehen der Beine. Außen dann nach oben die Fersen. So, eine letzte Runde haben wir noch. Kurze Pause bis dann. Ganz kleine Mini-Pause. Und letzte Runde. In 10 Sekunden fangen wir mit dem Plyos-Kurz wieder an. Und Beine pendeln. Alles stabile Becken denken. Den festen Bauch. Der Oberkörper bewegt sich nicht mit.
Wechsel. Na? Letzte Übung in dieser Runde, in diesem Set. Das Einheben. Achte darauf, dass die Zehenspitzen tendenziell zueinander zeigen. Versuche wirklich die Fersen nach außen zu bewegen. Also die Füße sind leicht zueinander rotiert. Oberkörper ist locker, nur die Beine haben Spannung und der untere Rücken und das Gesäß, aber nicht der Schulter-Nackenbereich. Nach außen oben heben. Hälfte geschafft. Das erste Set ist komplett beendet. Pause. So, im zweiten Set erwarten uns auch wieder drei Übungen. Das erste ist auch wieder was Plyometrisches, nämlich Plyo-Lunges. Nochmal zur Erinnerung, Lunges sind diese weiten Ausfallschritte. Wir versuchen, einen rechten Winkel im vorderen Knie, einen rechten Winkel im hinteren Knie zu haben. Und einen sprunghaften Wechsel nutzen wir, um die Beine in ihrer Position zu verändern. Bei jeder Wiederholung probieren wir mit dem hinteren Knie bis fast zum Boden zu kommen. Nicht einrasten, nicht aufschlagen, sondern ja, entweder ganz leicht antippen oder kurz vorher umdrehen. Aber versuchen wirklich mit dem Knie tief nach unten zu kommen. Da kommt die Anstrengung her. Wenn das gar nicht gehen sollte, wenn ihr irgendwann nicht mehr können solltet, oder ihr merkt von vornherein, es ist zu instabil, dann machen wir das gehend, also großen Schritt nach hinten, Knie zum Boden führen. Zurück in den Schlussstand, großen Schritt nach hinten, wieder zurück als einfache Option. Nummer 2 ist Wadenheben an unserem dicken Buch oder Block oder was auch immer wir uns da geschnappt haben. Wir stellen uns mit einem Fuß drauf, mit dem Vorderfuß. Idealerweise so, dass wir mit der Ferse zum Boden kommen können, das andere ist erhoben, halten uns wieder fest. Drücken uns hoch hinaus, versuchen oben die Spannung zu halten und langsam wieder nach unten antippen und dann wieder nach oben hinaus. Nach unten, weit, so weit wie es geht, nach oben hinaus, oben die Spannung halten, konzentriert euch wirklich auf die Wade, dass ihr da einmal alles rausdrückt, was da irgendwo drin ist. Kein Wippen, kein Federn, sondern langsam konzentrierte Bewegung. Bis zum Halbzeitpiep, dann wechseln wir die Seiten. Und als letzte Übung für heute kommen wir in den Vierfüßerstand. Sollten irgendwelche Probleme mit Handgelenken sein, macht ihr das Ganze gerne auf Fäusten. Wir stellen Zehenspitzen unter, kommen mit den Knien hoch, lösen ein Bein vom Boden, ziehen das Knie zur Brust, strecken das Bein nach hinten oben. Zur Brust, Bein nach hinten oben strecken. Nur das bewegte Bein bewegt sich. Der ganze restliche Körper ist fest bis zum Halbzeitpiep, dann wechseln wir das Bein und machen das Ganze mit der anderen Seite weiter. Wir achten dabei darauf, dass wir die Hüfte nicht aufdrehen und denken daran, dass das Knie vom stützenden Bein oben in der Luft ist. Also wir haben wirklich nur Kontakt mit den Händen und dem einen Fuß zum Boden. Das Knie ist nicht am Boden. So, diese drei Übungen. Plyo-Lunges, Wadenheben,
und aus dem Vierfüßerstand das Bein gestreckt nach hinten bringen als dritte Übung. Drei Runden wieder das Ganze, sodass wir in knapp 9 Minuten durch sind. In 10 Sekunden fängt es an mit den Plyo-Lunges, kommen also schon mal in eine Ausfallschrittstellung und sprunghafter Wechsel. Wenn wir die Arme mitnehmen, versucht den gegengleichen Arm vorne zu haben. Also wenn ihr das linke Bein vorne habt, rechten Arm dazu. Dürft ihr jederzeit auch zur Gegenvariante wechseln. Wann nehmen wir als nächstes? Langsam hochdrücken, oben Wal wirklich komplett anspannen und versuchen die Ferse unter die Buchoberfläche hinaus hinab zu bewegen. Seitenwechsel, anderen Fuß. Kein Wippen, sondern kraftvoll konzentriert nach oben rücken. Letzte Übung, dritte und letzte. Vierfüßerstand. Zehenspitzen untergestellt, Knie hoch und ein Bein, Knie zur Brust, weit nach hinten oben strecken. Seitenwechsel, gebeugtes stützendes Bein. So, erste Runde. Kurz ans Auslockern. Zwei Runden von eben dieser haben wir noch. Fang abermals mit den Plyo-Lunges an. In 10 Sekunden. Ihr dürft jederzeit zur Gegenvariante wechseln. Und auf geht's. Weite Schritte. Okay, ich mach gehen weiter. Als nächstes. Sucht euch ein Einfangsbein raus, haltet euch fest und kontrolliert Ferse nach oben und Ferse weit nach unten.
Wechsel. Und letzte Übung, aus dem Vierfüßlerstand heraus. Zehen unterstellen, Knie hoch und ein Bein Knie zur Brust und Fuß weit nach hinten oben. Wechseln. So, dann noch eine letzte Runde. Die drei Übungen jeweils noch einmal. Letzte Runde, in 10 Sekunden geht's los. Fangen wir mit den Plyo Lunges an. Versuchen so lange wie möglich das Springen durchzuhalten. Und auf geht's. Könnt, macht, gehen weiter. Wahrnehmen. Konzentriert hochdrücken. Konzentriert wieder runter. Und alles anspannen, was eure Wade hergibt. Seitenwechsel. Eine letzte Übung noch, der Vierfüßerstand. Knie hoch, Zehen unterstellen und das eine Bein bewegen. Seite wechseln, letzten 20 Sekunden. Und wir haben es geschafft. Beine auslockern, an Ort und Stelle ein bisschen hin und her gehen,
Tief durchatmen. Trinkt einen Schluck. Und dann legen wir uns auf den Boden. Recken und strecken uns. Und ganz lang. Atmen tief in den Bauch hinein. Und dann legen wir unsere Arme rechts und links neben uns, Handflächen nach oben geöffnet, Beine leicht geöffnet und wir lassen die Fußspitzen nach außen und innen wackeln, rollen über die Fersen nach rechts und links, beziehungsweise nach außen und innen. Wir stellen die Beine an, hüftbreit geöffnet oder weiter als hüftbreit geöffnet und kippen die Knie nach rechts und links zur Seite. Versuchen das nach innen fallende Bein Richtung Boden zu bringen. Und strecken das rechte Bein aus, den linken Fuß stellen wir auf den rechten Oberschenkel, schnappen uns das linke Knie und ziehen es zur rechten Seite rüber. Der linke Arm ist zur Seite gestreckt und wir haben den Kopf nach links gedreht. Und versuchen alles zu lockern, das Gesäß zu lockern, die Leisten zu lockern, den Oberschenkel locker zu lassen. Unser linkes Knie nach rechts langsam und allmählich zum Boden zu bringen. Die Schultern bleiben dabei beide am Boden liegen. Und wir drehen den Kopf zurück, die Beine zurück, strecken beide Beine nochmal aus, lockern die Beine. Und wechseln an die Seite. Der rechte Fuß steht auf dem linken Oberschenkel und ziehen das rechte Knie zur linken Seite rüber. Der Kopf ist nach rechts gedreht, die rechte Hand ist zur Seite gestreckt. Lassen beide Schultern am Boden liegen. Lockern Gesäß, Beine und Leiste. Ja. Und ziehen allmählich unser rechtes Knie Richtung Boden. Und drehen den Kopf zurück, drehen die Beine zurück, strecken beide Beine nochmal aus, lockern die Beine, schaukeln nach rechts und links und wackeln mit ihnen. Dann das linke Bein heben wir an, ziehen das Knie zu unserer rechten Schulter hin, greifen mit der rechten Hand und lösen das Bein wieder, strecken es aus in der Luft, winkeln das wieder an. Ziehen es mit Hilfe der rechten Hand
zur rechten Schulter hin und wieder nach vorne ausstrecken, ohne abzulegen. Greifen und ziehen und wieder nach vorne strecken. Versuchen dabei idealerweise das Gesäß komplett auf dem Boden liegen zu lassen. Und wir ziehen es nicht zur Brust, sondern wir ziehen das Knie wirklich zur gegenüberliegenden Schulter. Also einmal diagonal vor unseren Körper. Und gleiches Spiel, anderes Bein. Rechtes Knie zur linken Schulter ziehen und Bein wieder strecken. Versucht den Oberkörper dabei gut gerade abgelegt zu lassen, wie möglich. Das Becken auch idealerweise nicht mitkippen. Schnappen uns beide Knie, ziehen beide Knie zur Brust und in der Einatmung wieder lockern, Rücken strecken, Kreuzbein, Steißbein ablegen, ausatmen, Knie wieder zur Brust ziehen. Und wir machen uns ganz rund, Rücken gerundet, Kinn zur Brust, rollen über den runden Rücken vor und zurück und rollen uns auf in den Stand und stehen auf. Dann schnappen wir uns nochmal unser dickes Buch. Es kann sein, dass wir uns noch ein paar mehr kleine Bücher nehmen müssen und darunter legen müssen. Legen das irgendwo an einem Schrank oder an die Wand oder irgendwas. Irgendwo rangelegt, dass es nicht nach vorne wegrutschen kann. Stellen uns mit einem Fuß da drauf, sodass der Vorderfuß auf dem Buchrücken drauf liegt und die Ferse auf dem Boden. Und versuchen dann mit lang aufgestreckten Beinen und aufrechten Oberkörper und aufrechter Hüfte langsam unsere Hüfte nach vorne zu bringen, sodass wir merken, dass es in der Wade zieht. Dehnen unsere Wade damit. Wichtig dabei ist aber, wir müssen unseren ganzen Oberkörper, unseren gesamten Körper, nicht nur den Oberkörper aufgestreckt lassen, vor allem auch die Hüfte. In dem Moment, wo wir hier einen Hüftknick haben, nehmen wir den ganzen Zug aus der Wade raus. Also versuchen tendenziell über die Hüfte zu überstrecken und die überstreckte Hüfte nach vorne zu bringen. Die überstreckte Hüfte schieben wir nach vorne. Und nehmen die Spannung wieder raus, schieben die Hüfte nach hinten, wechseln den Fuß, Vorderfuß auf den Buchrücken raufgelegt, Ferse auf den Boden, langes Bein, aufrechter Oberkörper, nach vorne durchgestreckte Hüfte und dann schieben wir die Hüfte nach vorne. In der gesamten Beinrückseite, aber vor allem in der Wade, sollte es anfangen zu ziehen. Nehmen das Ganze nochmal zurück, tauschen nochmal unseren Fuß, legen unseren Vorderfuß wieder ab. Achten jetzt aber mal darauf, dass wir nicht die Zehenspitzen ablegen, sondern die Zehenspitzen sind gefächert und angehoben. Ansonsten alles von der Ausgangsposition gleich, Vorderfuß, also die Ballen liegen auf dem Buch drauf, die Ferse auf dem Boden. Zehenspitzen, wie gesagt, gefächert und angehoben. Und dann bringen wir wieder die Hüfte nach vorne, versuchen aber die Zehenspitzen angezogen und gefächert zu lassen, nicht nachlassen. Und
zurück, Fuß wechseln, tauschen, Ballen auf den Buch, aufs Buch, auf den Buchrücken, Ferse auf dem Boden, Zehenspitzen gefächert und angezogen und Hüfte gestreckt nach vorne schieben. Und wir lösen das Ganze wieder. Letzte Geschichte für heute. Kommen in den Einbeinstand, schnappen unseren linken Fuß und ziehen die Ferse zum Gesäß. Versuchen die Beine parallel zueinander zu halten. Also Knie auf eine Höhe. Fangen an, unsere Hüfte wieder zu überstrecken. Versuchen wir unseren stabilen Stand zu finden, stabilen Blickpunkt zu finden. Und wenn wir soweit sind, schieben wir die rechte Hüftseite nach vorne, ohne unseren Fuß irgendwie zu lösen. Hüfte nach vorne schieben, erhöhen damit den Zug auf den Oberschenkel. Und tauschen das Bein, tauschen die Seite. Rechte Ferse zum Gesäß gezogen. Halten den Fuß mit der Hand fest. Dürfen auch die zweite Hand mit dazu nehmen. Oberschenkel, Knie nebeneinander. Aufrechter Oberkörper. Hüfte überstrecken. Stabilität finden. Und dann schieben wir die rechte Hüftseite nach vorne. Ich glaube, ich habe jetzt ein paar Mal rechts und links verwechselt, weil ich versucht habe, spiegelverkehrt anzusagen. Und wir lösen das Ganze wieder. Lockern die Beine. So, ihr Lieben, das soll es gewesen sein für heute. Das soll es gewesen sein für dieses Jahr. Ich wünsche euch einen tollen Silvesterabend, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, auf dass das nächste Jahr deutlich besser wird. Guten Rutsch euch allen und bis nächstes Jahr.